Ja, moin, Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt-Test und wir schauen heute uns Onrush, die Beta, an. Ja, Onrush ist so ein, ja, was ist das eigentlich? Ein Autospiel ist es eigentlich nicht, beziehungsweise sagen das selbst die Entwickler, das soll eigentlich kein Autospiel sein. Ja, na klar, man steuert ein Auto und man kann fahren, aber es ist kein Autospiel, Freunde, ihr müsst mir zuhören. Nein, das Ganze soll wohl so eine Art, so eine Art Team-Deathmatch-Multiplayer-Gedöns sein, nur dass man halt Autos hat. Ich bin gespannt. Wir lassen uns drauf ein. Es gibt wohl hier in der Beta ein Tutorial. Ich bin gespannt drauf. Ich lasse mich da komplett drauf ein. Und würde sagen, blind geht es mit euch wie immer rein in den Angezockt-Test. Und ja, für alle, die das erste Mal einschalten in den Angezockt-Test, wie immer werden hier Spiele vorgestellt von mir, die kostenlos im Store drin sind, wo man aber nicht weiß, ob man sich die Festplatte damit zumüllt und lieber ein Video schaut, so wie ihr es vielleicht gerade vor dem TV, Laptop oder Handy macht. So, und diesen Trailer hat eigentlich jeder von euch schon gesehen, oder? Mittlerweile, also wer Onrush schon mal irgendwo gesehen hat, hat diesen Trailer gesehen. Damit wollen wir keine Zeit verschwenden, wir wollen loslegen. Was ich merke ist, dass wir auf jeden Fall den Ton ein bisschen runterstellen müssen, weil ich glaube, sonst könnt ihr mich gar nicht mehr hören. Endnutzer, ja, immer annehmen. Ach, na toll, es geht gleich los. Super, von wegen Ton einstellen. Aber das werden wir gleich, denke ich mal, hoffentlich noch drinne genügend Zeit haben. Ansonsten versuche ich einfach ein bisschen lauter zu sprechen. Ist ja erst 1 Uhr nachts, da kann man natürlich auch ein bisschen lauter sprechen. Hab ja nur ein Kind, was im Nebenzimmer schläft. So, jetzt aber. Ach, wer taucht denn da pünktlich wie die Eisenbahn auf? Ich will nicht anmaßend sein, aber du kannst mit dieser Maschine umgehen, oder? Tja, zeig mir, dass ich mich irre und gib ein wenig Gas. Ja, Mäuschen, jetzt warte erstmal. Echt jetzt? Ich kann nicht auf die Einstellung runtergehen. Echt jetzt? Ich muss jetzt wirklich. Kann den Ton noch nicht mal einstellen. Ach, Freunde. Okay, dann halt so. Also, ich hoffe, ihr werdet mich hören. Ansonsten hören wir uns gleich wieder, sobald das Tutorial abgelaufen ist. So, Gas geben und lenken, das kriegt, glaube ich, jeder hin. Okay, okay. Aber ich bin bisher nur halb überzeugt. Also, hergehört. Wenn wir schneller fahren, kommst du damit klar. Um euch das zu beschreiben, was die Lenkung gerade aktuell ist. Mäuschen, halt doch mal. Stil beweist, dass du ein lebendes, atmendes Spektakel auf Rädern bist. Immer wenn du uns diesen Kick bietest, bekommst du ein wenig Boost. Ja, so, ich hoffe, jetzt kann ich jetzt sprechen oder quatsche ich mir wieder dazwischen? Oh, Mäuschen. Zeig mir doch mal, wie alle vier Räder den Boden verlassen. Wollte ich mal testen. So. Ich wollte gerade sagen, das steuert sich ein bisschen wie, als ob man ein Fahrzeug auf Schienen hat. Also, ich mache jetzt die ganze Zeit so links und rechts. Die wehren sich nicht groß. Wenn man sie ein wenig antippt, stört sie das nicht. Naja, vielleicht ein wenig. Fletsch noch ein paar von den Jungs. Du bekommst Boost dafür. Okay, du hast wohl herausgefunden, dass du kein Rennen gegen die Jungs fährst. Man kriegt kein Schulterklopfen, wenn man an der Spitze des Feldes steht. Es gibt keine Ziellinie. Also vergiss das alles, okay? Das ist das, was ich euch gerade gesagt habe. Keine Ziellinie. Einfach nur crashen und bashen. Und bouncen und... Vielleicht bringt's Glück. Mehr coole Begriffe kenne ich leider nicht. Bin leider schon zu alt dafür. Okay. So. Deine Begeisterung gefällt mir. Also, es gibt jede Menge Möglichkeiten, Boost zu verdienen. Fliegt durch die Luft, fahr dicht auf, verbieg ein wenig Stahl. All das füllt deinen Boost-Tank auf. Also, es ist so. In Onrush gibt es keine einsamen Wölfe. Also begrüßt dein Team. Wir können nur gemeinsam Erfolg haben. Verstanden? Ich hab das schon verstanden, Mäuschen. Wann kommt denn das jetzt mit den Linien, was ich hier immer in den Trailern gesehen habe? Komm. Wie wäre es mit ein wenig Konkurrenz? Also die wehren sich schon. Das kannst du aber auch. Setze Speed und Boost ein, um sie zu erledigen. Schalte die Gegner aus. Das machen wir doch. Ah, einmal den hier weg hier. Komm hier. Komm. Moment. Dafür habe ich einen Spruch auf Lager. Natürlich ganz schöne Action. Wir haben noch eine kleine Belohnung dafür, dass du so gut fährst. Du hast Boost verbraucht, als gäbe es keinen Morgen. Und das ist gut so. Denn wenn du Boost verbrennst, füllst du deinen Rush-Tank. Na los, füll ihn auf.
ich mache schon. Aber die quatschen immer. Das sind die Tutorial immer so viel quatschen müssen. Nicht quatschen. Hier, on Rush, Freunde. Willkommen zu On Rush. Das sieht gut aus. Übrigens, das ganze Spiel ist übrigens Xbox One X optimiert. Und ich kann euch gar nicht sagen, ob HDR oder nicht HDR. Wartet mal kurz. Müsste ich mal ganz kurz bei mir das Menü öffnen. Es ist nicht HDR. Nur für euch als reine Information. Aber wie gesagt, ist ja hier auch eine Beta, ne? Also, ja, damit begrüße ich euch jetzt nochmal, falls ihr mich jetzt erst hören könnt. Wie gesagt, wir versuchen jetzt einfach mal hier in das Menü irgendwie aufzumachen. Aber Einstellungen, doch da unten sind sie, Audio. Dankeschön. Und dann machen wir hier erstmal alles auf die gepflegte Mitte. Und dann hoffe ich, dass ihr mich auch hören könnt. Was klein? Lautsprechertyp, Fernsehlautsprecher, Kopfhörer, groß. Ich nehme jetzt einfach mal groß. Ich weiß jetzt nicht, warum klein und groß. Kann auch einfach dastehen, Fernsehlautsprecher und Anlage. So wie in jedem anderen Spiel auch, aber gut. So, Helligkeit könnte man hier noch einstellen. Mein Fernseher ist aber gut eingestellt. Namenstext lassen wir mal an. Transparent. Ach, hier haben wir Grafikoptionen für die Xbox One X. Da sieht man es. Bildrate. Ja, was sicherlich in diesen Art von Spiel gar nicht mal so schlecht ist, wenn die Bildrate wirklich gut ist. Auflösung. Oder, ach nee, das gibt es nur. Auflösung oder Bildrate. Na, aber ich würde sagen, wir machen auch die Auflösung natürlich. Würde jetzt euch nicht viel bringen hier im Stream oder beziehungsweise hier in der Aufnahme. Aber ich möchte zumindest einmal merken, den Unterschied zwischen den Zweien. So, hat er jetzt die Einstellung auch übernommen? Ja, ne? Auflösung, alles gut, alles super. Ja, dann würde ich doch mal sagen, gehen wir doch mal direkt ins schnelle Spiel rein. Und dann hoffe ich, dass das so funktioniert, wie sein soll. Okay, groß können wir jetzt natürlich hier nicht viel aussuchen, ne? Ah, doch. Ah, guck mal. Wir können ein Motorrad nehmen oder so ein Buggy. Also wir haben auf jeden Fall unterschiedliche Fahrzeuge, die wir auswählen können. Der Titan, also man sieht ja, dass da haben wir haben den Tank, wir haben den Allrounder drin. Also es ist wie eigentlich in wie einen Shooter quasi. Ja, so hat man das Ganze hier mit den Fahrzeugen. Und dann würde ich sagen, nehmen wir doch jetzt einfach mal den hier. Und das wird schon passen. Grafisch bin ich jetzt gespannt, wie das Ganze jetzt ausschaut. Ich meine, abgesehen jetzt von der Tutorial-Map, sage ich jetzt mal, die war jetzt recht okay. Ne, es war jetzt nicht bahnbrechend. Ne, muss man jetzt auch dazu sagen. Aber sieht nett aus. Nett anzuschauen. Und ja, wichtig ist natürlich bei so einem Spiel ist der Spaßfaktor. Und ich frage mich natürlich, wie die Langzeitmotivation ist. Und dazu kommt natürlich die Multiplayer-Fähigkeit, ne? Weil das ist natürlich klar ein Spiel, was man dann auch im Team zocken sollte, wo vielleicht auch Absprachen da sind. Wie gesagt, man muss sich ja wirklich davon distanzieren, dass es nur ein Racing oder dass es eher kein Racing-Game ist, sondern hier wirklich auch ein bisschen auf Multiplayer drauf ankommt. Gerade wenn man das später so ein bisschen, ich sag mal so, in der professionellen Bereich spielen möchte. Ja, professionell klingt falsch. Ihr wisst, was ich meine. In den besseren Bereich spielen möchte, als wie nur, ich mache mal ein Spiel rein, trinke mein Bier und zock das jetzt mal eine Runde. Apropos, Prost, Freunde. So, es ist 1 Uhr nachts, gönnt es mir, denn ich habe mir den Rücken verrenkt. Oh, verdammt. Ja, ansonsten, ja, Freunde, keine Sorge, keine Sorge. Auch wenn heute wieder ein angezockt Video. Gestern gab es ein angezockt Video, heute ein angezockt Video. Heute gibt es auch noch bei mir State of Decay 2. Endlich auch bei mir. Nachdem ja alle großen YouTuber schon gefühlt seit einer Woche schon anfangen durften. Was ich irgendwie ein bisschen scheiße fand übrigens. Ne, weil man zahlt extra die Premium Edition, wo man 3-4 Tage eher anfangen kann. Und dann dürfen trotzdem eigentlich fast 80% aller YouTuber schon nochmal 5 Tage früher anfangen. Ist ein bisschen blöd, finde ich. Aber gut, man will sich nicht beschweren. Wir sind hier bei On Rush. Und wir sehen, ja gut, es ist Beta. Das Matchmaking hat jetzt eine Weile gedauert. Das kann jetzt vielleicht auch sein, dass die Beta jetzt noch nicht so rumgesprochen ist, was sich natürlich mit den Teilen meines Videos hier total ändern. Also ruhig den Video ein Däumchen nach oben und einmal in der ganzen Welt teilen, vielleicht auch bei deiner Mutti oder mal zur Oma gehen und sagen, guck mal hier Oma, das Video hat der Sonnenschi gemacht, kannst du das mal bei deinen Opis teilen? Und da sagt sie, ja klar, ja. Und dann geht das natürlich auch ein bisschen schneller mit dieser Lobby-Funktion hier. Ansonsten müssen wir halt leider Gottes
das große O uns anschauen und warte auf Spieler. Aber jetzt geht's los. Freunde, jetzt geht es los. Und ich bin gespannt. Ich bin Team, was bin ich? Team Blau? Ich bin Blau, oder? Ja, also Blau von der Farbe. Freunde, Freunde, konzentriert euch. So, das ist auf jeden Fall die bekannte Map. Boah. Bisschen aufpassen hier. Wir müssen hier auf jeden Fall rauskicken. Muss ich durch die Tor? Ah ne, das gibt extra Bussen, wenn ich da durchfahre, ne? So, wir werden gleich auf jeden Fall dieses Onrush, denke ich, hinkriegen. Ah, jetzt habe ich, guck mal, jetzt haben wir uns die Schilder geteilt, wo wir uns berührt haben. Das ist natürlich mega. Boah, Freunde, ich habe gerade ein bisschen die Kontrolle verloren, aber... Aber wie gesagt, vom Fahren her, das ist wie, wenn man auf Schienen ist. Das ist ganz schwer zu beschreiben. Also man kann immer so minimalistisch lenken. Ne? Aber man hat jetzt nicht, sage ich jetzt mal... Also man hat schon die Kontrolle unter sein Auto, Gottes Willen. Aber es ist jetzt halt nicht dynamisch. Kann man das so sagen? Ich würde sagen, ja, das kann man nicht so sagen, weil ich sag das so, Freunde. Ich sag das so. Uah. Wow. Oh, habt ihr das gesehen von mir? Mensch. Und jetzt machen wir nichts außer weiterfahren. Ich dachte, ich kann schon den Onrush machen. Ich muss auch erstmal mit diesen Anzeigen klarkommen, die überall sind. Ich würde gerne diesen einen Typen da wegflabbeln. Ja. Aber wir sammeln jetzt erstmal. Jetzt will ich erstmal sammeln. Solange mich keiner von hinten wegwuchst. Ja. Absa. Wir haben es gleich. 95% steht da. Runde endet. Echt jetzt, ne? Kein Scheiß. Warte mal, darf ich durch diese Tore durchfahren? Nein. Anscheinend nicht. Feindliche Tore. Sonnenski, feindliche Tore. Niemals durchfahren. Runden sie. Ja, cool. Ja, war doch super. Ich glaube, ich habe nicht viel beigetragen und man merkt jetzt auch, man hat zwar das Tutorial gemacht, aber es ist noch so, es fühlt sich noch noch ein bisschen komisch an. So, jetzt komme ich aber mit meinem Onrush extra aufgehoben. Boing. Aber irgendwie habe ich so richtig keinen getroffen und irgendwie hatte ich das Gefühl, obwohl sich die Geschwindigkeit schneller anfühlt, dass ich gar nicht so viel schneller war. Habt ihr das mitgekriegt? Das ist nicht so wirklich. Und das neben mir der eine... Bist du besser? Ja, bist du. Ja, wir müssen ja Punkte machen fürs Team, Freunde. So, das war ein schöner Sprung. Das gab natürlich ordentlich Boost. Und den machen wir gleich wieder weg hier. Gibt es eigentlich auch eine alternative Kamera? Aber hier können wir uns auf jeden Fall noch was einblenden lassen. Wow. Ja, das war blöd. Hätte ich mir vielleicht nicht jetzt einblenden lassen sollen. Oh, sogar eine Crashcam. Das finde ich ganz cool. Ist also wie, wenn man einen Kill macht in den Shooter. Und hier können wir sogar nochmal die Klasse wählen, bevor wir dann wieder reingehen. Ach, wie cool. Ja, gut, nice. Aber trotzdem, auch wenn das Spielprinzip relativ easy ist, ja, und sich auf minimalistische Steuerung begnügt, sage ich mal, muss ich doch sagen, es ist noch relativ erschlagend. So gerade, wenn man so wie ich jetzt gerade so frisch in das Spiel reinkommt, ohne vielleicht jemals ein Video vorher gesehen zu haben, so wie ihr gerade beim Video schaut, es ist relativ erschlagend, weil man ist überfordert über die Menüanzeige und über das, was auf dem Bildschirm da auch passiert. Oder auch nicht passiert. Ich glaube, ich muss mal einen Überschlag machen. Wollen wir das mal ausprobieren? Ich habe mal eine Idee. Passt mal auf, Freunde. Ey, was für ein... Alter! Na, dann trinke ich mal schnell was. Kann ja wohl nicht wahr sein. Also, spinnst du? Wir nehmen mal was Kleines, Wendiges, oder? Wollen wir mal? Guck mal hier. Was hat denn da der Sonnenski genommen? Ein kleines, süßes Motorrad. So, jetzt gehe ich ab, Freunde. Und Niederlage, schade eigentlich. Boah, gebombt. Was für ein Arsch. Letzte Runde, okay. Aber bleiben wir nochmal kurz beim Motorrad. So. Wie habe ich das gemacht? Warum kann ich mit dem Finger so zeigen? Alter, hat er mich einfach weggerammt? Guck dich das mal an. Was für ein Arsch. Bäm, hat er mich voll dagegen geknallt. Kann nicht wahr sein. Okay, jetzt reicht's. Jetzt komme ich mit den richtig heftigen Fahrzeugen. Zwar langsam, aber mir egal. Jetzt komme ich und ramme euch alle weg, Freunde.
Und hier, wow. Mega getimed. So, das ist jetzt blaue, darf ich da jetzt durch? Das überfordert mich noch so ein bisschen. Bringt mir das was noch? Das blaue ist meine, ne? Da darf ich durch. So, der ist weg. Schade, den Motorradfahrer will ich noch. Ah, der war direkt vor mir. Sehr schön. Fühlt sich natürlich mächtig an, das Ding hier. Ist natürlich ein bisschen langsamer. Muss man erstmal ein bisschen hinterherkommen. Boah, Alter, hat der mich einfach weggefragt. Aber wir haben gewonnen. Sieg. Ja, das ging doch ganz gut. War dann in Ordnung. Also ich finde es okay. Aber ich muss wirklich sagen, es reißt mich gerade noch nicht von den Socken. Ne? Also es ist wirklich okay. Ja. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass mich alles noch ein bisschen überfordert. Vielleicht bin ich auch zu alt für dieses Spiel. Kann ja auch sein. Ja. Vielleicht bin ich schon, weißt du, vielleicht bin ich einfach nicht cool genug, so wie dieser Typ, der da so crazy mit seinen Armen abfabbelt. Ich habe keine Ahnung. So, Medaillen. Habe ich jetzt den ersten Platz gemacht? Zählt die 1 für mich, dass ich der geilste Spieler war? Ist das richtig? Nee, es sagt einfach nur, dass ich Fahrerstufe 1 bin. Okay, ist okay. Ja, ist okay. Ich dachte, ich bin cool, aber bin ich nicht. Okay, hab's akzeptiert. So, mal sehen, ob es noch eine andere coole Map gibt. Nein, ich möchte nicht zurück. Ich möchte nochmal drinnen bleiben. Ich kann nicht weiter rüber gehen. Also ich kann bloß die 2 Fahrzeuge wählen. Okay, dann ist es halt so. Warum auch immer. Warum kann ich jetzt nicht die anderen Fahrzeuge nehmen? Ja, ist mir jetzt egal. Dann nehmen wir halt den. Müssen wir mal gucken. Vielleicht sollte ich auch ein bisschen mehr auf die Texte drauf achten. Was da vielleicht irgendwo am Rand steht. Vielleicht entgeht mir irgendetwas, eine wichtige Info. Aber danach können wir uns auf jeden Fall nochmal das Menü anschauen. Vielleicht schauen wir es uns auch direkt schon an, je nachdem, ob wir jetzt wieder auf derselben Map landen oder nicht. Weiß ja nicht, wie wir jetzt die Beta hier großartig bietet, ne? Schlussendlich machen wir natürlich wie immer am Angezockt-Test, ja, ich sag mal, so ein kleines Fazit, was man immer so geben kann, ne? Dass ich da ein Spiel nicht grundlos schlecht machen kann, ist klar. Gerade wenn man ein Spiel nur 20, 30 Minuten anspielt und dann noch vorher noch nie gespielt hat, ja. Aber man kann ja immer so eine kleine Prognose machen und es geht ja auch eher darum, lohnt es sich euch mal zumindest die Freeware-Version oder in dem Fall die Beta runterzuladen im Store oder lohnt es sich nicht? Und das sieht aus wie... Ist das eine andere Map? Ein bisschen anders, oder? Oder ist es dieselbe? Ich weiß nicht. Nee, ist dieselbe, ne? Ja, wir warten mal. Nee, ich will noch nicht boosten eigentlich. Na gut, ich booste. Nee, ist eine andere, oder? Guck mal. Ich glaube ein bisschen. Aber es fühlt sich halt für mich noch so ein bisschen planlos an. Also ja, ich fahre jetzt hier meine Runden und versuche jetzt da vorne auch mal einen zu treffen, der da irgendwie orange-rot ist. Ne? Und ich weiß, dass das mein Ziel ist, weil die Punkte gegen die Punkte. Und ich kann boosten und ich kann warten, bis mein Onrush kommt. Und aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ändert sich noch nicht viel für mich, auch wenn ich jetzt den Controller einfach mal nicht drücken würde. Also pass mal auf, ich drücke jetzt einfach mal nur Gas. Einfach mal nur Gas. Ja gut, ich drücke ab und zu mal einen Boost. So. Also ihr seht, so ein bisschen mitlenken tut er trotzdem. Schon alleine durch die Huckelpiste. Also man muss ein bisschen lenken. Ja. Ja. Aber es fühlt sich jetzt für mich so an. Also ja, ich kann hier die weglenken. Aber es fühlt sich nicht an, als ob ich wirklich der Oberkrasseste aus meinem Team bin. Und ich sehe auch nicht wirklich, ob die anderen so oberkrass in meinem Team sind. Das ist halt noch so ein bisschen der Nachteil irgendwie. Das Feedback ist noch nicht da. Man kann das sehen, dass ich gerade eigentlich gecrashed bin, weil mir eine Platte auf den Kopf geknallt ist. Habt ihr das gerade gesehen? Dass eine Platte auf den Kopf gefallen ist? Ja, das Ding ist cool. Bam, Freunde. So, ziehen wir hier mal damit durch. Wow! Okay, daran war ich jetzt selber schuld. Ich wollte mal gucken, ob man den, nennt man das Wheelie? Ich habe keine Ahnung. Ihr wisst schon, wenn man auf ein Rad fährt. Genau das meine ich. Würde ich gerne nochmal machen. Also nicht nochmal probieren, aber ich gerne nochmal das Motorrad nehmen. Weil das muss natürlich auch irgendwelche Vorteile haben, dass man das Motorrad nehmen kann. Abgesehen davon, dass man halt schnell gecrashed wird.
Ah ja, jetzt hier, guck mal, jetzt sind wir nämlich im Blauen. Mega. Immer schön hinterher. Jawohl. Ah, das ist auf jeden Fall schon mal ein viel besseres Tempo jetzt mit dem Motorrad. Fühlt sich gut an. Schon besser. Aber es ist halt, ne, man muss ja auch mal so sehen, oh, da bin ich aber elegant durch, ne? Freunde. So, wir haben es gleich geschafft. Ich bin gleich voll. Nein! Ich war bei 85%. Ich wollte doch nur meinen Onrush voll kriegen. 86. Oder ist das die Anzeige für oben, wer wann fertig ist? Kann das sein? Nee, das ist meine Anzeige. Jetzt ist on rush, genau. So, Achtung, jetzt pass auf. So, jetzt kommt da der Sonne Cheat. Bam! Oh, voll weggefragt. So. Ah, das war schon. Schade eigentlich. Das war jetzt mein großer Moment. Mein großer Moment. Einfach mal alle wegrahmen. Die waren alle irgendwie namenlos, also symbollos. Kann man auch Tricks machen? Ich würde gerne Tricks machen wollen in der Luft. Kann ich mich umschlagen? Ja! Geschafft! Habt das gesehen? Der Beweis. Sonnechi, Hashtag geil. So. Manchmal läuft es halt auch bei mir. Wow. Komm schon, komm schon, komm schon. Den müssen wir kriegen, danke fürs Anschubsen. Wow, Alter. Supercharge. Das war aber schon böse. Oh, aber richtig fies rein. Das macht man aber nicht, mein Freund. Das macht man nicht. Ich würde sagen, wir legen mal weiter. Ja, aber ihr könnt mir auf jeden Fall unbedingt sogar, müsst ihr mir Feedback reinschreiben in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet, wenn ihr die Beta gezockt habt. Ja. Ansonsten muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, und ich will es keinen abschrecken, um Gottes Willen, es gibt ja immer wieder Fans für jede Art von Spielen, aber ich sehe gerade nicht den Grund, die Beta weiterzuspielen. Beziehungsweise sie jetzt wirklich zu empfehlen, dass man das auf jeden Fall mal gespielt haben muss. Also ganz ehrlich, sehe ich jetzt nicht. Das Problem ist, ich bin halt auch, also ihr wisst ja, ich bin ja nur Xbox-Spieler, aber heißt aber nicht, dass ich von anderen Konsolen abgeneigt bin, um Gottes Willen. Ja, und früher habe ich auch ganz viel PlayStation gespielt und Nintendo und alles mögliche. Und war da unter anderem, dann hatte ich Motorstorm gespielt. Und das ist ja von denselben Entwicklern. Und Motorstorm fand ich grandios, ne? Also es hat mir richtig Bock gemacht. Da war die Steuerung auch, ich sag mal so, relativ schwierig zu erlernen. Also bis man sein Fahrzeug wirklich beherrscht hat, in diesem Schlamm und Modder zu steuern. So, jetzt machen wir hier nochmal ein Salto. Was ist jetzt? Was war das? Hä? Ja, egal. Und ich habe so, wo ich den Trailer hier von Onrush gesehen habe, das allererste Mal, wo noch nicht feststand, dass das eigentlich kein Rennspiel sein soll, war ich so, boah, geil. Die Entwickler von Motorstorm, boah geil, für alle Konsolen, boah geil, stell dir mal vor, die Grafik von Motorstorm auf den neuen Konsolen. Und das ist natürlich, das war dann alles schon so ein bisschen ernüchternd, wo man dann gesehen hat, was eigentlich Onrush sein soll und werden soll. Dann kam das erste Gameplay, so, und jetzt spiele ich hier die Beta, ich spiele jetzt endlich die Beta. Und also ich muss wirklich sagen, genauso wie hier alle rumdancen und tanzen, so glücklich bin ich wirklich nicht drüber. Ich weiß nicht. Vielleicht macht das, ich sag mal hier, dieses Steigerungssystem etwas wett, dass man sagen kann, okay, man kriegt jetzt immer wieder geilen Scheiß und geile Fahrzeuge, ja, wo man wirklich sagt, boah, ist das fett. Aber ansonsten, wir können mal hier Belohnung gucken. Guck mal da mal rein. Grabstein. Okay, mehr kann ich hier auch nicht drumherum drücken. Und Superstar-Training, ach so, und das war's. Also es gibt wirklich nur das. Also es hält sich meine Euphorie wirklich in Grenzen, Freunde. Und das ist nicht böse gemeint. Das ist wirklich nicht böse gemeint. Schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Ich würde an dieser Stelle definitiv sagen, dass es von meiner Seite reicht mit den Angezockt-Tests. Vielleicht wollt ihr noch mehr sehen, dann könnt ihr das auch gerne natürlich reinschreiben. Ich eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich bin
Es wird seine Fans haben, so wie jedes andere Spiel auch. Es gibt zigtausend Spiele, die seine Fans haben werden. Von mir kriegt er heute keine Empfehlung, das Ding runterzuladen. So, ich bin ehrlich. Punkt. Punkt, ich bin ehrlich. Jetzt könnt ihr mich hassen, ihr könnt mich beißen, ihr könnt mich Schlampe nennen, aber ich bin ehrlich, Freunde, zu euch. Ich bin ehrlich und sage zu euch, nee, lasst es, braucht ihr nicht extra runterladen. Dann finde ich, glaube ich, die Crew 2 für die Multikonsoleros, die jetzt zum Beispiel keinen Forza Horizon zocken wollen, glaube ich, die Crew 2 wieder ein bisschen geiler. Rennen fahren, fliegen, das, dies, jenes. Und mit der Xbox One X Grafik habt ihr ja gesehen, letzten Gameplay-Videos in den letzten zwei Tagen, Freunde. Sah doch gut aus für so ein riesen Open-World-Game. Onrush von mir aus keine Empfehlung. Tut mir leid. Ich sage Dankeschön fürs Reinschalten. Dankeschön für Like, Abos, Käsekuchen, für eure Unterstützung auf meinem Kanal. Und wir sehen uns natürlich heute noch zu State of Decay 2 zum Let's Play. Und ja, bis dahin. Haut rein. Euer Sonnenschi. Ciao.